Zeynel Demir ist heute Millionär. Vor 26 Jahren kam er als Flüchtling in die Schweiz. Der Kurde hat sich hier zum anerkannten Geschäftsmann hochgearbeitet. Er hat den Döner in der Schweiz etabliert. Seine Lebensgeschichte hat ihn sehr geprägt. Zurück in sein Dorf in der Türkei darf er immer noch nicht. Ich bin selber Kurde und will wissen, wer dieser Mann ist. Die Firma Royal Döner ist Zeynel Demirs Reich. Mit diesem Imperium macht er heute 40 Millionen Umsatz im Jahr. Wir waren 6 Geschwister und mit den Eltern waren wir 8 Personen in diesem Haus. Wir hatten natürlich nur ein Zimmer. Unsere Türnachbarn war die Familie meines Onkels Veli. Die hatten 16 Kinder. Mit den Eltern und den Großeltern zusammen waren sie 20 Personen. Ich fragte: Onkel, wie macht ihr es mit so vielen Leuten beim Schlafen? Er sagte mir: Mein Sohn, was sollen wir tun? Wer abends zu spät kommt, findet kein Bett. Wer morgens zu spät aufsteht, findet keine Schuhe. Der 55-jährige Zeynel lebt heute getrennt von seiner Frau und seinen 2 Kindern und wohnt allein in dieser Loft auf dem Lindberg in Winterthur. Das hat er sich eigentlich nicht so vorgestellt. Winterthur war Zeynel Demirs allererste Station, als er in die Schweiz kam. Damals war er Asylsuchender und auf Hilfe angewiesen. Heute ist er ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Auf dem Weg zur Arbeit. Für Zeynel ist seine Firma irgendwie sein Zuhause geworden. Seit 15 Jahren fährt er jeden Tag ins Büro. Auch seine sozialen Kontakte pflegt er hier. Nur sonntags nimmt er frei für die Familie und um Karten zu spielen. Aus allen Ecken der Schweiz treffen Bestellungen in diversen Sprachen ein. Zeynel Demir hält an alten Traditionen fest. Wie ein Patron nimmt er am Morgen Geld von den 11 Fahrern entgegen, die am Vortag Dönerfleisch ausgeliefert haben. Die Firma kassiert 80% der Einnahmen in bar. Guten Morgen, Apo. Guten Morgen. Wie geht es dir? Danke, gut. Wie ist es gelaufen? Gut, es ging. Ich komme zurecht. Wie geht es dir? Gut. Hast du das Geld einkassieren können? Alles sind kleine Noten. 20er Noten. Das ist halt heute mein Schicksal. Im Kurdischen sagt man, dass ein Mädchen den Mann nimmt, den ihr das Schicksal beschert hat. Ich muss halt dieses Geld nehmen, das mir die Kunden geben. Habe ich nicht zu viel gegeben? Ganz genau. Ganz genau. Wir sehen uns. Schau gut zu dir. Das Dönergeschäft ist mehrheitlich in der Hand der Kurden. Und Zeynel kennt sie alle. Unsere Kunden denken, Zeynel ist unser Mann. Er ist einer von uns. Wir können seine Rechnungen als allerletzte bezahlen. Zuerst sollten wir die Rechnungen der Schweizer zahlen. Dann kommt Zeynel dran. Das ist deshalb so, weil sie sich uns nahe fühlen. Und sie wissen, dass wir sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Zeynel ist ein wohlwollender Arbeitgeber. Aber er ist präsent und er kontrolliert. Hier in dieser Halle, die früher die Wursterei der Migros war, werden heute jeden Tag 16 Tonnen Fleisch zu Döner verarbeitet. Die Firma beliefert gegen 1000 Döner-Imbissbuden, Restaurants, Kantinen und Schulmensen in der ganzen Schweiz. Das Fleisch kommt aus der Schweiz und die Lebensmittelstandards müssen schweizerischen Vorgaben genügen. Döner-Imbissbuden verkaufen in der Schweiz jährlich rund 8000 Tonnen Fleisch.
Das ist mehr als McDonald's. Döner war eine Marktlücke hier. Das hat Zeynel vor 15 Jahren richtig eingeschätzt. Guten Morgen, mein Chef. Guten Morgen, wie geht es dir? Gut. Kamen alle Mitarbeiter heute? Ein paar Freunde sind krank. Hassan hat zu tun. Er und Ayhan kommen am Nachmittag. Hamdi hat eine Besprechung. Heute haben wir ca. 17 große Kessel aufgearbeitet. 8 davon Hackfleisch, 3 Maschinen Geflügelfleisch, 2 vom Schnitzelfleisch. Die leitenden Positionen hat Zeynel Demir mit engen Verwandten besetzt. Die 115 Mitarbeiter sind fast alles Kurden, die in den letzten 2 Jahrzehnten in die Schweiz kamen. Als Flüchtlinge oder im Familiennachzug. Viele Kurden riskieren für die Freiheit ihres Volkes immer noch ihr Leben. Bis vor wenigen Jahren hat die Türkei die Existenz der Volksgruppe der Kurden ganz verleugnet. Die kurdische Bevölkerung macht immerhin über 15 Millionen Menschen aus in der Türkei. Die türkische Regierung verbot den Kurden aber systematisch ihre Kultur und ihre Sprache. Der Konflikt dauert bis heute an. In den letzten 2 Jahrzehnten sind deshalb tausende Kurden vor dem türkischen Staatsapparat in die Schweiz geflüchtet. Ich glaube, du wirst hier noch pensioniert. Ich werde schon hier pensioniert. Wir haben ja nur eine Firma und das ist Royal Döner. Wir werden alle hier pensioniert. Wir gehören zu dieser Firma. Wie hast du es mit der Kälte? Die Kälte, ja, es geht. Wir frieren ein wenig an den Händen, die Nase läuft und so. Was können wir tun? Das sind halt die Arbeitsbedingungen. Die Temperatur muss so tief sein. Viele Leute werden krank, deshalb suchen wir eine Lösung. Die Luft hier kann man nicht ändern. Sie muss so kalt sein. Deshalb suchen wir bessere Kleider gegen die Kälte. Also, möge es dir leicht fallen. Die schwere Arbeit können wir nicht erleichtern. Es ist eine Handarbeit. Dagegen können wir nicht viel tun. Ich sage immer, macht nur so viel, wie ihr könnt. Zeynel Demir leitet sein Geschäft mit fürsorglicher Hand und schafft es, eine freundschaftliche Atmosphäre in seinem Betrieb aufrechtzuerhalten. Seine Bescheidenheit und die Nähe zu den Mitarbeitern wird geschätzt. Ich sehe meine Mitarbeiter wie eine Familie. Ich lasse sie nicht spüren, dass ich der Chef bin. Zum Beispiel, damit sie wenig ausgeben müssen, offeriere ich das Frühstück, das Mittagessen und den Nachmittagssnack. Anstatt ausgebildete Führungskräfte von außen zu holen, habe ich es vorgezogen, Verwandte auszubilden. Am Anfang hatten sie Mühe, meine Anweisungen zu befolgen. Wir haben diese Schwierigkeiten überwinden können. Ich kam im selben Jahr wie Zeynel Demir in die Schweiz. Das Schicksal unseres Volkes, die gemeinsame Herkunft, verbindet uns. Wenn wir uns treffen, dreht sich das Gespräch sofort um die Heimat. Wir teilen die Sehnsucht nach unserem Zuhause und viele schmerzhafte Erinnerungen. Bütün okullarda yani yasaktı.
Kurdisch zu reden war damals in allen Schulen verboten. Zudem durfte man es auch nicht zu Hause sprechen. Die Eltern aber konnten kein Türkisch. Du musstest Kurdisch reden, um dich überhaupt verständigen zu können. Die Schule hatte unter den Schülern Spitzel ausgewählt. Jeder sollte seinen Freund bespitzeln und ihn verraten, wenn er Kurdisch sprach. Die Schüler haben ihre eigenen Freunde denunziert. Damit wir es nicht wagten, nochmals Kurdisch zu sprechen, mussten wir unsere Finger zusammenhalten. Und der Lehrer schlug mit einer Eisenstange auf die Finger, was sehr schmerzte. Irgendwann muss man eine Wahl treffen, wenn du mit etwas nicht einverstanden bist und für deine Ideale etwas tun möchtest. Dass ich in die Berge ging, war ein absolutes Muss. Niemand lebt freiwillig in der Wildnis, aber es war einfach unabdingbar. Du äußerst deine Meinung, du verteilst dein Flugblatt und du wirst deswegen verhaftet. Hast du je Menschen verletzt oder ihnen anderen Schaden zugefügt? Es war so. Es kam zu Gefechten. Dabei wurde niemand getötet, aber Verletzte gab es schon, wie wir im Nachhinein hörten. In einer Gefechtssituation weiß man nicht, wessen Kugel wen getroffen hat. Oder wer von den anderen uns getroffen hat. In dieser Zeit wurde ich angeschossen. Die Kugel traf mich im Hüftbereich und die Splitter hatten sich in meinem Körper verteilt. Ich habe die Stelle betäubt, mich mit einem Messer aufgeschnitten und die sichtbaren Teile mit einer Pinzette herausgeholt. Zeynel darf nach wie vor nicht in die Türkei reisen. Er ist immer noch zur Fahndung ausgeschrieben. Aber die Sehnsucht nach seinem Heimatdorf begleitet ihn täglich. Er vermisse alles von dort, sagte er. Die Menschen, die Tiere, auch den Geruch der Erde. Die Letzten der Familie im Dorf sind seine Schwester und sein Schwager. Er unterstützt sie, wo es geht, und er hat hier auch ein Behindertenhaus mit aufgebaut. Ab und zu bringt ein Verwandter Bilder von zu Hause mit. Zeynels Familienhaus ist diese Ruine hier. Er hat mit seinen Eltern hier gewohnt, bis er das Gymnasium abgeschlossen hatte. Er war im Dorf beliebt, denn er war nett zu seinen Freunden. Er ging ins Ausland und lebt immer noch dort. Das Leben hat ihn an einen anderen Ort verschlagen. Er ruft manchmal an, aber er kam nie zurück. Wir hoffen aber immer noch, dass er zurückkommt. Als Zeynel 4 oder 5 Jahre alt war, hatte er sich am Kamin verbrannt. Alles stand in Flammen. Die Nachbarn wollten das Feuer löschen, haben aber unwissentlich Öl auf ihn geleert. Dies hat ihm an der Hüfte eine Wunde zugefügt, die nie richtig heilte und an die er sich sein Leben lang erinnern wird. Er weiß das sicher noch. Weil es in den Bergen kalt war und meine Blutzirkulation schlecht war, fing diese Wunde wieder stark an zu bluten. Wenn ich lief, tropfte das Blut zu Boden. So konnte man meine Spur besser verfolgen. Deshalb wollte ich mich retten. Ein Freund war aus Deutschland gekommen, um mir zu helfen. Ich ging mit diesem Freund über die Berge nach Griechenland. Dort wurde ich 3-mal operiert, aber es hat nichts genützt. Dann ging ich nach Deutschland. In Aachen wurde ich nochmals operiert. Dieses Mal erfolgreich. Zeynel Demirs lange Odyssee durch Europa endete vor 26 Jahren in der Schweiz. Sein Rechtsberater im Asylverfahren war damals Hans-Peter Fendt.
Er hat ihn von erster Stunde an begleitet und sie sind Freunde geblieben. Zeynel musste 9 Jahre um Asyl kämpfen. Die Behörden verweigerten es ihm zunächst, weil er über ein Drittland eingereist war. Ohne Hans-Peter Fendt hätte er es wohl nicht geschafft, hier zu bleiben. Dass dieser ihm in dieser schwierigen Lebensphase beigestanden ist, vergisst er ihm nie. Er und auch seine Frau, sie waren wirklich sehr verzweifelt, sehr verzweifelt. Und ich habe eigentlich alles ausgeschöpft, was ich konnte, mit Briefen, Telefonieren und so. Und wir hatten dann die Idee, dass wir dort vorbeigehen. Was geht dir durch den Kopf? Erinnerst du dich an ihn? Ja, also ich möchte gerne ihn mal sehen, weil 17 Jahre, ich habe in seinem Gesicht auch vergessen. Es waren so viele Leute dort in dieser Rekurskommission. Und wenn wir gegangen, ich habe so stark Panik, so nicht wirklich erzählen können. Oder? Zusammen mit Hans-Peter Fendt erfüllt sich Zeynel seinen langjährigen Wunsch, den damaligen Richter wiederzusehen, der nach einer Änderung der Asylpraxis durch den Bund dann doch positiv über sein Schicksal entschieden hatte. Sie haben sich erkundigt oder etwas Kenntnis darüber, was aus ihm geworden ist? Dass sie durchgestartet sind. Und wie ich das gehört habe, habe ich schmunzeln müssen. Es wäre an der Zeit, wieder mal ein Kebab zu nehmen. Mich hat das sehr berührt damals, dass sie es zugelassen haben, das Menschliche auch mit einzubeziehen. Wir haben ja ab und zu telefoniert und dann waren sie auch bereit, darauf einzusteigen, dass sie Zeynel persönlich treffen möchten. Im ersten Moment, ich gebe es zu, ich war etwas überrascht, man hat mir einfach gesagt, sie sind jetzt da. Ja. Und da habe ich eigentlich spontan gesagt, ja. Muss das sein? Wenn ich mich zurückerinnere, die Begegnung, sie dauerte vielleicht eine Viertelstunde. Die Hälfte der Zeit flossen eigentlich nur Tränen. Und es wurde nicht groß gesprochen. Aber ich habe gespürt, wie wichtig das war für sie, dass sie mich, und anwesend war auch noch der juristische Sekretär, dass sie uns sehen konnten. Ich habe das schon gespürt. Und mir gesagt, na ja, wenn ich da entgegenkommen kann, tue ich das auch. Der Aufwand ist minim und für sie ist es eine Erleichterung. Ich bin da dort geweint, jetzt lache ich und das ist ein Unterschied. Wir sind jetzt trotzdem zusammen. Dankeschön. Sehr wichtig war, dass ich ihn auch psychisch-sozial begleitet habe, weil sie waren wirklich, er und seine Frau, in einer riesigen Krise, weil sie waren inzwischen dann Sozialhilfeempfänger, obwohl er ja eigentlich eine Arbeit gehabt hätte, aber er konnte nicht arbeiten, weil er nicht die Bewilligung hatte, also er hatte eine N-Bewilligung. Ich war so für sie eine wichtige Stütze in ganz vielen Bereichen. Wir haben neben dem eben Asylthemen haben wir auch ganz alltägliche Fragestellungen besprochen. Hans-Peter Fendt hat Zeynel Demir und seiner Frau auch eine Unterkunft in einer Wohngemeinschaft organisiert. Mit 16 anderen Mitbewohnern verbrachte das Flüchtlingspaar dort 6 Jahre. Rückblickend sei das die beste Lebensschule gewesen, sagt Demir heute. Dort habe er gelernt, einen Kulturspagat zu machen und mit verschiedensten Menschen umzugehen. Zeynel Demir und sein Pfarrer Apo bereiten Çiğköfte vor. Eine bekannte Spezialität der Kurden mit Weizenschrot, rohem Hackfleisch, verschiedenem Gemüse und scharfen Gewürzen. Es steht ein Wohngemeinschaftstreffen an. Zeynel hat die damaligen Mitbewohner Heidi Kaufmann und ihren Bruder Peter schon lange nicht mehr gesehen. Bei diesem Treffen und der Erinnerung an frühere Zeiten darf Çiğköfte nicht fehlen.
auch wenn die Zubereitung Stunden dauert und viel Kraft kostet. Abo, die Kraft zum Kneten hast du. Ja, Gott sei Dank. Das ist der Brauch von Chik-Köfte. Wenn es an der Decke kleben bleibt, ist es gelungen. Es ist gelungen. In der Wohngemeinschaft kochten Heidi und ich. Ich und meine Frau haben alle unsere Kochkünste eingesetzt, um ihnen unsere Speisen schmackhaft zu machen. Und sie mochten unsere Küche. In meiner zweiten Woche in der Schweiz kamen wir dorthin. Ich freute mich sehr, dass Heidi uns in die Wohngemeinschaft aufnahm. Ich dachte, dass ich so die Sprache schneller lernen und mich besser anpassen würde. Heidi und diese Menschen dort unterstützen uns wie eine Mutter und wie Geschwister. Sie haben uns viel geholfen. Und wir haben uns gut verstanden. Ich liebe Heidi wie eine große Schwester. Auch Zeynel Demirs Familie, seine Frau Nurcan, sein Sohn Shivan und Tochter Lara kommen zu diesem WG-Treffen mit. Beide Kinder wurden in der Schweiz geboren. Trotz der Trennung der Eltern reisen sie heute alle gemeinsam nach Waltenstein, wo sie mit Heidi und Peter zu einem Picknick abgemacht haben. Heidi und Peter waren für das junge Paar damals die wichtigste Stütze und eine Leiter zur Integration in der Schweiz. Hast du nicht vergessen, wie man isst, oder? Nein, nein, hab ich nicht mehr. Das ist zu früh gemacht, weißt du? Marx ist schon schön. Sagst du Apo auch ganz liebe Grüße? Das sage ich nicht. Als wir im alten Haus oben gewohnt haben, in der Grube, und Nurcan gekommen ist, und dann war sie extrem traurig. Und es hat mich wieder erinnert, dass du vorher gekommen bist und du angefangen hast, zu weinen, ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Da bist du auf diesem Stuhl gesessen, neben unserem Esszimmertisch, und hast ein Fotoalbum auf deinen Knien gehabt und dann hast du in diesem Fotoalbum geblättert und du bist da gesessen, hast diese Bilder angeschaut und du hast geweint, geweint, geweint. Ja, ja, am Anfang war es ja, sehr traurig. Ja, es ist nicht einfach gewesen für mich, es war sehr traurig. Mit vielen Leuten. Ich kann fast kein Deutsch. Es war nicht einfach. Ja, es war schwierig. Wenn man mit anderer Kultur wohnt, fast keine Sprache, es ist sehr schwierig. Und man fühlt sich auch wie ein kleines Kind. Ich hätte mich fast allein gefühlt. Alle sind zur Arbeit gegangen. Ich war zu Hause immer allein. Es war so. Für dich, du fühlst dich als Schweizer oder bist Kurde? Ja, ich bin
Ein Mischling. Ja. Ich bin halt hier aufgewachsen, aber ich fühle immer noch wie unsere Leute. Ja, ja, wir sind überall Ausländer. Ja. Wir gehen dorthin, schauen zu uns als Schweizer an. Wir sind da, schauen zu uns als Ausländer an. Stimmt. Ja, es ist wirklich so. Ja, in der Schule fragen sie auch, ob ich Schweizerin oder Türkin bin oder Kurdin. Und ich sage ja, irgendwie von beiden. Aber es ist kein Nachteil, irgendwo von beiden zu sein, ist kein Nachteil. Nein, ich finde es schön. Ich habe gehört, ihr wohnt nicht mehr zusammen. Das stimmt, ich wohne alleine. Du wohnst alleine? Ja. Ah. Seit wann? Seit 2 Jahren. Ja. Schon seit 2 Jahren? Ja, ja, das. Ah. Aber wir haben. Seit 2 Jahren, seit 4 Jahren. Oh. Ja. Also, ja. Aber du siehst die Kinder und Urcan trotzdem viel. Ja, sicher. Seid ihr getrennt? Also, wir sehen uns. Hast du wegen dem? Das habe ich mit Kindern auch gespielt. Also, wir haben immer Probleme gehabt und zu Hause, wir gehen jeden Abend Diskussion und Streit. Und dann habe ich gesagt, wäre besser. Ich habe mit Kindern auch geredet, wäre besser, wenn ich allein wohne und wenigstens nicht jeden Abend eine Diskussion gibt. Oder das ist vielleicht besser für Kinder, wenigstens. So habe ich gedacht. Und jetzt ist besser, jetzt ist gut. Und die Diskussionen habt ihr von Anfang an gehabt? Ja, ja, das ist schön. Also immer so mit dem Leben gelaufen und mal Stopp sagen. Ich mag mich an eine Geschichte erinnern, die vergesse ich nie. Da hast du bei Kadir einen Kalbskopf bestellt. Und Kadir hat ihn nie gebracht zuerst, hat er lange, wir haben immer gestürmt. Komm bitte, bring diesen Kalbskopf, wir wollen eine Suppe machen, eine türkische Suppe. Und dann eines Tages hat er den Kalbskopf heimgebracht. Und wir sind am Tisch gesessen und Kadir hat diesen Kalbskopf auf den Tisch gelegt. Und du warst dort, warst ganz zusammengesunken, hast das angeschaut, hast gesagt, was ist das? Dann hat Kadir gesagt, ja, ein Kalbskopf. Und dann du, was ist das? Kadir, ja, ein Kalbskopf. Und dann hast du erklärt, dass in der Türkei die Kalbsköpfe, die sind viel kleiner, die nicht so, das war so ein riesiger Kopf. Und du hast gesagt, in der Türkei sind die nur so klein. Heidi spielte eine große Rolle beim Aufbau meines Geschäfts. Sie hörte mit ihrer eigenen Arbeit auf und hat meine Firma in Ordnung gebracht. Sie sah, dass die Firma langsam anläuft. Sie hat eine Zeit lang bei mir gearbeitet. Sie arbeitete sehr geordnet und viel disziplinierter als wir. Sie hat uns das Geschäftsleben in der Schweiz beigebracht. Zeynel Demir ist an die Kochkunstmeisterschaft in Bern eingeladen. Ja, herzlich willkommen. Schön, sind Sie da. Ja, gut. Und Ihnen? Ja, gut. Ja, gut. Ja, es freut mich sehr, dass das gut organisiert, ja. Hier, wo der goldene Koch des Jahres erkoren wird, trifft sich die Elite der Schweizer Gastronomie. Zeynel macht immer noch einen großen Spagat zwischen zwei Welten. Mittlerweile genießt er aber als seriöser Partner in der Branche ein hohes Ansehen. Hier trifft er sich mit verschiedenen Lieferanten. Hallo, geht's gut? Danke, danke, danke. Herr Demi, hallo. Hallo. Schön, Sie hier zu sehen. Dankeschön. Schöne Sachen. Oh, wunderbar. Ja, ich liebe Kebab. Meine Lieblingsspeise. Darf ich probieren? Ja. Danke vielmals. Danke vielmals. Mit Herz gemacht. Mit Liebe gemacht. Ja. Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Super. Super. Schön, das Fleisch, das wir liefern dürfen. Danke. Zufrieden? Sehr zufrieden. Zufrieden. Und das Geschäft floriert? Ja.
Wie viel Kilo, wie viel Tonnen macht ihr im Jahr? Also im Jahr habe ich nicht ausgerechnet, aber im Tag machen wir 16 Tonnen. 16 Tonnen, das ist schön. Alles Handarbeit eigentlich. Alles Handarbeit. Also wir haben auch angepasst, wie Schweizer Geschmack wollen. Oder? Also nicht wie in der Türkei oder Araber oder so. Ja, ja. Also ist. Also typischer Schweizer Geschmack. Typischer Schweizer Geschmack und leicht gemacht. Ich habe immer Freude, wenn das Fleisch von uns zu dir kommt. Doch. Ja, Mehrheit sowieso kommt bei euch. Sehr schön, ja. Herzlichen Dank. Wirklich, ja. Sehr gerne. Gut, okay, mach's gut. Danke vielmals. Das Ziel ist ein Austausch, eine Durchmischung. Wir leben hier, wir werden weiter hier leben. Dass ich hier bin, hilft, die schlechten Vorurteile gegenüber den Ausländern abzubauen. Langsam beginnen sie uns als einen Teil von sich zu akzeptieren. Wir kaufen Waren von ihnen, sie kaufen von uns. So haben wir einen gegenseitigen Handel. Das verstärkt die Beziehungen. Sie selber essen keine? Ich habe schön gegessen. Schon eine kam? Ja. Es ist wunderbar. Ich habe auch Serverle, Bratwurst und alles mal drunter. Ich esse gerne. Pommes frites haben Sie auch gehabt? Ja. Fühlst du dich an solchen Orten als Ausländer? Ja, sonst, ewig. Schlussendlich ja. Ich fühle mich als Ausländer, weil sie mich sowieso als Ausländer sehen, wegen der Sprache oder der Herkunft. Ich bin ein Ausländer, auch wenn ich eine Schweizer Identitätskarte habe. Ich kann aber nicht sagen, wie die nächste Generation sich anpasst. Die Zeit wird es zeigen. Sie werden hier bleiben, hier leben, also werden sie auch die Schweizer Kultur übernehmen. Ob seine Kinder dereinst übernehmen, kann Zeynel noch nicht sagen. Royal Döner jedenfalls wächst stetig weiter. Das haben auch die Medien gemerkt. Ständig berichten sie über den kurdischen Flüchtling, der in der Schweiz den großen wirtschaftlichen Aufstieg schaffte. Auch der Stadtpräsident von Winterthur, Michael Künzle, lässt es sich nicht nehmen, Zeynel einen Besuch abzustatten. Vielen Dank für die Einladung. Merci vielmals. Ich bin Geschäftsführer von der Standortförderung. Er hat den Standortförderer der Stadt, Michael Domeisen, dabei. Ich habe gehört, dass Sie heute Geburtstag haben. Das ist richtig. Ja, stimmt. Habe ich Ihnen eine kleine Liebeserklärung aus unserer Stadt. Und alles Gute zum Geburtstag. Danke vielmals. Zeynel Demir hat ein Anliegen. Er will das Image des Döners verbessern und sein Wissen an die vielen Kebab-Imbisse weitergeben, die täglich aus dem Boden schießen. Es ist ja imposant, 55% Marktanteil hat Royal Döner. Also das ist mit Abstand der größte Produzent in der Schweiz. Ja, klar. Was machen Sie denn besser als die Konkurrenz? Also wir machen besser, wir achten unsere Arbeit und auch wenn wir jemandem ein Wort geben, zum Beispiel sagen wir, dieses Produkt bekommen Sie, geht dieses Produkt, nicht gewechselt andere Produkte. Mhm. Ist einfach Wahrheit erzählen und auch gut arbeiten. Also das ist unsere Zuverlässigkeit, ja, gutes Produkt. Ja, stimmt schon. Ja. Wir versuchen auch, Firmen im Umkreis zu suchen oder auch mit ihnen eine Partnerschaft einzugehen, sodass wir Winterthur fördern können. Sehr gut. Das machen wir. Also wir sind sehr standortgebunden. Was war es jetzt aber, dass die Unternehmung zum Erfolg brachte? Warum ist das bis jetzt eine Erfolgsgeschichte? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Erfolgsrezept gegeben hat, das der Herr Demir anhand vom Businessplan zusammengestellt hat, gar nicht. Er hat in der richtigen Zeit entdeckt, dass die Nachfrage kommt und die Nachfrage ziemlich gross wird. Und hat gerade reagiert. Ein Augenschein in der Produktionshalle gehört zu jedem Besuch.
Entweder arbeitet man auf dem Bau oder in diesem Sektor. Ich habe diese Arbeit vorgezogen. Nachdem mein Asylantrag anerkannt wurde, konnte ich eine Zeit lang eine Sprachschule besuchen. Ich wollte eigentlich einen Beruf lernen, die Sprache besser lernen. Mein Berater sagte aber, dass es genug sei, es gebe kein Geld mehr. Das Budget sei aufgebraucht. Ich müsse mir eine Arbeit suchen. Der Nachteil hier ist, dass ich die Sprache nie lerne. Ich arbeite seit 7 Jahren hier. Wäre es eine Schweizer Firma oder wäre die Mehrheit der Mitarbeitenden fremdsprachig, hätte ich Deutsch gebraucht für die Kommunikation. Aber hier brauche ich kein Deutsch. Ich fühle mich wie in der Türkei. Der Chef und 99% der Arbeiter kommen aus der Türkei. Der einzige Albaner, den wir haben, hat hier Türkisch gelernt. Und jetzt lernt er noch den kurdischen Dialekt Zaza. 16 Tonnen Fleisch jeden Tag werden hier aufgespießt oder zu Fleischballen verarbeitet. Die Schweizer Besucher geben sich redlich Mühe. Zeyn Eldemir hat für seine Angestellten hier eine Art Heimat in der Schweiz geschaffen. Aber auch diejenigen Kurden, die er draußen in den Regionen in ihren Imbissbuden täglich mit Fleisch beliefert, fühlen sich ihm eng verbunden. 1000 von 1300 Dönerbuden beziehen das Fleisch von ihm. Dieses gute und familiäre Absatznetz ist auch ein Geheimnis seines Erfolgs. Ich fahre heute nach Kleine Dell am Fingen, nach Schäffhausen, Neuhausen, Steckborn, Kreuzlingen. Insgesamt habe ich heute 10 Kunden. Dieser Fahrer beliefert die Ostschweiz. Hier in Frauenfeld beispielsweise existierte bis Mitte der 90er Jahre kein einziges Dönergeschäft. Heute werden in der Stadt in 15 Dönerimbissen Gäste bedient. Dieses Geschäft war das allererste. Merhaba, die Arbeit soll euch leicht fallen. Merhaba, willkommen, wie geht's dir? Gut, danke, es geht. Der Chef lässt euch grüßen. Ali sei operiert worden. Ja, aber es geht seinem Bein gut. Nächste Woche kommt er wieder selber vorbei. Eise, erinnerst du dich noch, als wir in der ersten Zeit den Spieß durch das Fleisch schlagen mussten, weil es da noch kein Loch gab? Einmal ging sogar der Boden kaputt, das weiß ich noch. Aber es war damals besser, Mimo. Wir waren die Einzigen hier. Es gab vor uns kein Dönergeschäft hier. Wir gingen ja am Anfang nach Konstanz, um Döner zu essen. Danach wurde Zeynel Pate von unserem Kind. Ja, er ist Pate von unserem Sohn Ali. Wenn wir heute 1000 Kunden haben, wurden von diesen Geschäften mindestens 500 mit unserer Unterstützung gegründet. Sie konnten in diesen Geschäften ihr Brot verdienen. Schließlich profitieren auch wir davon. Dönerimbisse, die in den letzten 2 Jahrzehnten wie Pilze aus dem Boden schossen, sind sehr oft Familienbetriebe. Auch das Ehepaar Hassan und Song Güldiri hat vor 2 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ich sprach mit Zeynel. Er lieh mir Geld. Mit dem Geld von ihm eröffnete ich dieses Geschäft und ich habe von der Bank einen Kredit aufgenommen. Ich hatte dabei keine Schwierigkeiten. Innerhalb von 2 Jahren habe ich ihm das ganze Geld zurückbezahlt. Weder habe ich Zinsen bezahlt, noch einen Vertrag unterschrieben.
Ich habe zuvor 6 Jahre bei ihm gearbeitet. Wir kommen aus derselben Gegend, kennen uns gut. Wir sind uns vertraut. Von dieser Arbeit leben wir. Wir zahlen Mehrwertsteuern und Einkommensteuern. Man sagt ja, Gott sei Dank, wir haben dank diesem Geschäft ein gutes Leben, keine finanziellen Schwierigkeiten, sind von niemandem abhängig. Wir gehen nicht zum Sozialamt. Ich und meine Frau arbeiten täglich 12 Stunden. Ich kann nicht zurück in die Türkei. Warum nicht? Mich erwartet dort eine Gefängnisstrafe von 12 Jahren und 6 Monaten. Ich habe weder einen Mann getötet noch irgendwelche Gewalt angewendet. Nur ist ein Gericht zur Überzeugung gekommen, dass ich Mitglied einer kommunistischen Partei sei. Ich vermisse meine Heimat Dersim, die Erde, wo ich aufgewachsen bin. Außerdem vermissen wir Verwandte und Kindheitsfreunde. Ob wir bei einer Rückkehr das Gleiche wiederfinden würden, ist ein anderes Thema. Aber natürlich habe ich Sehnsucht. Träumst du davon? Früher träumte ich viel. Jetzt nicht mehr. Zurzeit träume ich nur von Kebab. Wirklich. Unter der Woche haben wir es sehr streng. Die Arbeit ist stressig. An den Wochenenden gehe ich meistens in den alevitischen Verein, wo wir Karten spielen. Wir plaudern und haben Freude miteinander. Das ist mein Ausgleich. Die Menschen dort kenne ich seit langem, manche aus meiner Zeit in der Türkei. Andere habe ich hier kennengelernt. Hierher kommen mehrheitlich Menschen aus meiner Gegend. Manchmal spielt jemand Sass. Man singt, wir hören zu, singen manchmal mit. Hier erzählt man sich auch Anekdoten oder eine Geschichte aus der Vergangenheit. Das ist für mich 1000-mal besser, als in einen Club für reiche Leute zu gehen. Wohlhabend zu sein, hat weder meine Persönlichkeit noch mein Leben oder meinen Alltag verändert. Ich lebe so wie früher. Ich liebe dieses Leben. Das Geld war für mich nie ein Ziel, sondern ein Mittel. Ein Sprichwort bei uns sagt, dass das Totenhemd keine Taschen hat. Nach dem Tod sind alle gleich. Niemand hat ihr Geld mit sich ins Jenseits genommen. Und auch ich werde das nicht tun. Diese Stadt ist für mich wie eine zweite Heimat. Sie war eine Arbeiterstadt. Die Fabriken Rieter und Sulzer sind hier. Über 100.000 Menschen leben hier. Ist das eine Industrieregion? Ja, Industrie. Aber jetzt hat man die Produktion mehrheitlich ins Ausland verlagert. Hier sind nur die Büros und kleine Produktionsstätten. Hier gibt es zum Beispiel viel Obstanbau. Äpfel, Birnen, Trauben und so. Hier wächst alles. Zeynel Demirs Bruder Hassan lebt in der Türkei und kommt einmal im Jahr in die Schweiz. 4 seiner Kinder leben hier und arbeiten in leitenden Funktionen in Zeynels Firma. Weil Zeynel als Staatsfeind galt, wurde die Familie früher dauernd schikaniert. Die Erniedrigung sitzt noch tief. Seine Fotos aufzubewahren oder irgendein Dokument von Zeynel zu besitzen, war für uns unmöglich. Denn die Häuser wurden von der Armee durchsucht, sogar die Schränke. Sie steckten lange Holzstecken in das Heu im Futterraum. Sie suchten Zeynel?
Ja, ein Foto von Senel zu besitzen, wäre für uns der Todesstrafe gleichgekommen. Wir versteckten die Fotos oder verbrannten sie. Meine verstorbene Mutter hat alles verbrannt, aus Angst. Wie soll ich es sagen? Es ist natürlich ein Unrecht, dass die Familie wegen mir schikaniert wurde. Als Kinder wurden uns statt Kinderlieder Klagelieder vorgesungen. Wenn Soldaten ins Dorf kamen, sagte man allen Kindern, dass sie sich unbedingt verstecken müssen. Ich und meine Frau wurden festgenommen mit unserem einen Monat alten Baby. Wir verbrachten 3 Tage in Haft. Was wollte man von euch? Sie sagten, wir müssten Senel vorbeibringen, als wäre ich mächtiger als der Staat. Ich habe regnerisches Wetter erwischt. Das ist hier oft so. Hassan, wann gehst du zurück nach Hause? In 2 Tagen. Ich hoffe, dass ihr auch bald zurückkommen könnt. Machst du Urlaub? Mit welchem Geld? Ich gebe dir Geld. Danke, mit dem Geld von anderen mache ich keinen Urlaub. Hassan, du sprichst heute nicht viel. Was soll ich sagen? Ich bin traurig, weil ich nach Hause gehe und ihr da bleiben müsst. Es ist in einem Menschen eine tiefe Wunde, wenn er nicht nach Hause gehen darf. Beispielsweise an einer Beisetzung der Eltern nicht teilnehmen kann. Ich war nicht bei ihnen, als sie starben. Ich war ihnen nie nützlich. Sie wurden wegen mir nur geschlagen. Dabei hatten sie mich studieren lassen. Hast du ein schlechtes Gewissen? Natürlich. Wenn man nichts macht, ihnen nicht helfen kann. Auch als sie in die Schweiz kamen, konnte ich nichts für sie tun. Ich hatte das Geschäft neu, ich konnte mich nicht um sie kümmern. Zeynel bekommt Besuch von seiner Tochter Lara. Ich frage ihn, ob er glücklich sei, so wie alles gekommen ist. Die Existenz meiner Kinder macht mich sehr glücklich. Ich hatte im Leben viele Schwierigkeiten. Davon kann ich nie genug erzählen. So richtig wohl fühlt sich Zeynel Demir vor allem unter seinen Leuten. Heute hat er zum Weihnachtsessen geladen. Auch seine Frau ist gekommen. Wir haben keine Grenzen gesetzt, wer zu unserem Weihnachtsessen kommen darf. Ich möchte, dass alle Menschen, die Döner, uns und die Firma Royal mögen, zu unserem Weihnachtsessen kommen. Sie fragen uns auch nicht, ob sie kommen dürfen. Es kommt einfach, wer will. Wir leben hier. Unsere Kinder sind hier geboren, wachsen hier auf. Die Traditionen und Bräuche dieses Landes nehmen uns irgendwie auf und wir sie. Es ist schließlich eine Bereicherung, wenn 2 Kulturen aufeinandertreffen. Beim Tanzen und beim Kartenspiel. Das sind die Momente, wo ich Zeynel Demir wirklich emotional erlebt habe.